Na, da bin ich mal wieder. Liebe Leute, heute geht es mal um was ganz anderes. Bei so einem Wetter, wenn man drin sitzt und sich sagt, oh, was soll ich denn spielen? Auf der Suche nach einem schönen Gebäude für die solide Schule bin ich auf dieses Gebäude gestoßen und ja, guckt euch mal diesen, ja, diesen Gewölbegang an und so weiter und solche Sachen. Und jetzt gucken wir mal, was hat das mit SketchUp auf sich und was ist das überhaupt? Also es geht um dieses Gebäude hier, haben wir das. Und so konnte ich das ganz schnell nacherstellen. Wirklich ganz schnell. SketchUp, ich sage euch dann auch, welche Version ihr runterladen sollt. Das wäre die beste. Denn es gibt ja noch mehrere Dinge für SketchUp. Aber bevor ich euch zeige, was man damit alles machen kann, bloß mal einen kleinen Ausblick. Man kann auch, wenn man sich die richtige Version runtergeladen hat und die ist lizenzfrei, die hält also ewig. Das ist SketchUp Make 2017. Ich sage euch dann, wo ihr das kriegen könnt. Ja, da lassen wir mal hier was passieren. Ich habe Folgendes getan, und zwar, das ist eine normale Bahn, darauf rollt eine Kugel herunter und die beiden sind Magnete und die Kugel ist auch magnetisch. Und jetzt gucken wir mal, die wird jetzt, weil die genau in der Mitte durchsaust und nicht allzu weit die Klötzer zusammenstehen, passiert Folgendes. Die wird hier beschleunigen. Jetzt wird sie schneller und dann fliegt sie ins Unendliche, nach unten. Oder, was ihr auch machen könnt, dann. Aber da würde ich erst ein paar Erfahrungen sammeln. Wir gucken mal die drei Kugeln an. Mit diesem Werkzeug hier, mit diesem, kann man in alle Richtungen sich diesen Billardtisch, sagen wir mal, dazu drehen. Und jetzt mal gucken, was hier passiert. Die Kugeln, die schweben etwas über der Billardplatte, absichtlich. Fallen alle zusammen und jetzt fangen die an zu rollen. Und wenn man sich eine greifen kann und entsprechend durch die Gegend stößt, ja, dann passiert hier so einiges. Mal sehen, ob wir die weiße zu fassen kriegen. Ja, also echte physikalische Simulation. Und das Ganze geht mit MS Physics. Aber das arbeitet leider mit dem heutigen SketchUp nicht mehr zusammen. Wenn ihr dann soweit seid, dann kann ich euch auch die Tipps geben, mal, wie man das runterlädt. Aber ihr braucht bloß nach MS Physics, alles ein Wort, zu gucken. Version ist jetzt nicht wichtig. 1.0.3 ist die neueste, aber wenn ihr MS Physics eingibt, wie man das runterlädt, kommt ihr automatisch dahin. Wenn es gar nicht geht, dann gebt mir Bescheid, dann muss ich noch ein Video machen. Wichtig, wenn ich sowas mache, merkt euch das, immer einzelne Gruppen erstellen. Das heißt also, ich lasse mal die Kugeln da, wo sie sind. Diese Kanten, das hier alles, das sind einzelne Gruppen. Selbst der Tisch, ne? Also jetzt habe ich einen Tisch angeklickt, der läuft hier unten lang. Auch diese Kanten, auch die Kugeln, das sind einzelne Gruppen. Wenn ihr das nicht macht, sondern Komponenten erstellt, aber da müsst ihr, wie gesagt, erstmal noch ein bisschen Erfahrung sammeln, dann funktioniert das Ganze nicht. Nebenbei, wenn ich jetzt mal die Platte hier mit dieser Nutzeroberfläche kann man das alles gestalten. Wenn ich das Statik mal rausnehme, gucken wir mal an, was hier passiert. Ich blende die mal aus. Achtung. Ui. Dann fällt mir die Platte raus. Ich muss also alles, was stehen bleiben soll, statisch setzen. So anhalten und wieder von vorne kann man hier oben, aber wie gesagt, das kommt dann. So, das bis dahin, machen wir das wieder statisch. Und was passiert? Ich blende es mal wieder aus. Was passiert? Jetzt haben die Kugeln eine Begrenzung, jetzt fahren sie auf der Platte hin und her und man kann damit was machen. Das bis dazu. Was wollte ich euch noch zeigen? Ja, jetzt wollte ich euch mal zeigen, was man alles machen kann. Wenn ihr SketchUp öffnet, dann zeigt sich erstmal irgendwie eine Frau oder ein Mann, je nach Variante oder Version. Und den können wir löschen. Also ganz einfach, entweder mit Rechtsklick löschen oder einfach mit Entfernen löschen. Steuerung Z holt alles wieder ran, aber wir wollen den Kerl jetzt mal nicht. So, und dann gucken wir mal, dann kann man hier verschiedene Zeichnendialoge anfahren. Und zwar, ich kann zum Beispiel, und damit fangen wir eigentlich mal an. Ich kann hier auf dieser Fläche eine Fläche erzeugen. Hier habe ich das Koordinatensystem, blau, rot und grün. Und was kann man jetzt machen? Hier mit diesem Werkzeug kann man die ziehen, diese Fläche. Ich kann auch diese Fläche ziehen oder drücken oder diese. Ja, ist vollkommen egal. So, wenn ich jetzt irgendwas anderes mache, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich zeichne mal eine Mittellinie hier,
Nebenbei, wenn sich das hier, das zeigt auch Mittelpunkt an, wenn das auf, wenn ich auf die Linie, diese Kante gehe und ein bisschen darauf hin und her fahre mit dem Stift, dann finde ich die Mittellinie und ich kann die Kante sonst wohin ziehen, aber auf der grünen Kante langziehen, dann habe ich hier eine Linie gezogen. Wozu ist das wichtig? Gucken wir uns mal an, was hier passiert. Wenn ich nämlich bloß das hier hochziehe, Escape bricht den Befehl ab. Oder ich sage, ich verschiebe mal meine Linie, die hier, und ich möchte die mal hochziehen. Kann ich in alle Richtungen ziehen. Wenn ich ganz sicher sein will, dass ich auf der blauen Achse nach oben ziehe, dann nehme ich die Pfeiltasten und lege das fest. So. Und schon habe ich ein Häuschen. Jetzt könnte man jetzt genauso wieder hier eine Tür einbauen. Bauen wir mal eine Tür ein. So. Und hier oben noch ein Fensterchen. Und noch ein Fensterchen. Und ich möchte, dass die richtig schön aufeinander sitzen. Dann kann ich das auch wie folgt machen. Ich nehme noch mal das eine Fenster weg. Dann sage ich, okay, ich möchte ein Fenster, aber bezogen auf den Punkt. Und wenn ich das jetzt so machen würde, würde eine Fläche auf der blauen Fläche stehen. Das möchte ich aber nicht. Also, jetzt nehme ich mir wieder diese Kante. Und wenn das nicht ganz funktioniert, dann nehmen wir einfach. Jetzt habe ich eine Pfeiltaste gedrückt und jetzt haben die irgendwelche hier oben irgendwelche Kantenbeziehungen zueinander. Was kann ich damit machen? Ich kann auch die Fenster nach innen verschieben oder nach außen. Dann ist kein Fenster mehr. Ich kann es auch lassen. Nehmen wir mal Steuerung Z bzw. bearbeiten, rückgängig. Ne? Nochmal. Ich habe hier mehrmals gezogen. So. Und jetzt kann ich mir das auch anmalen und zwar meinetwegen die Wände, die nehme ich in Dunkelrot oder nicht bloß in Farben. Ich könnte auch Glas, Spiegel oder sonst was, kommen wir dann zu. Ja, nehmen wir mal Glas und Spiegel für die Fenster. Da hätten wir das gleich. Na. Ach so, ich muss erst noch ein Glas auswählen. Ich nehme mal ganz bewusst hell. Nee, hier, dieses Blau, damit das Fenster sind. Jetzt denkt jemand auch, ach, guck mal an. Jetzt kann man nämlich ins Innere schauen. Jetzt ist das sozusagen Glas geworden. Machen wir das gleiche mal mit der Tür oder wir nehmen mal nicht Glas und Spiegel, sondern Holz. Wir wollen eine Holztür. Schwupp, habe ich eine Holztür. Das Dach möchte ich mit Bedachung, mit Ziegeln decken. Dann decke ich das eben mit Ziegeln und so weiter. Na, also machbar ist da alles. Man kann sich da regelrecht austoben. Wenn ich jetzt sage, ich möchte noch einen Anbau, ja, dann könnte ich mir noch am einfachsten. Jetzt sind wir auf der roten Linie, also zack. Und jetzt ziehe ich einfach bloß die Fläche heraus und jetzt habe ich einen Anbau. Und so weiter und so fort. Also man kann sich hier austoben nach Belieben. Das ist alles möglich. Und das möchte ich eigentlich einfach bloß als Tipp geben für solche langen Winterabende, wenn es mal langweilig wird. Denn was ist Schöneres, wenn ich sage, ich habe mal wirklich was Vernünftiges getan und ich habe was gelernt. Nebenbei, das ist so eine Art CAD-Programm. Das ist ein sehr einfaches und ich nehme das sehr gerne, schon seit 2000 ungefähr, seit der ersten Version von SketchUp, nehme ich das, weil es so einfach ist, mal ganz schnell für Skizzen, auch für technische Skizzen. Kann ich jetzt aber nicht alle zeigen, weil da gibt es auch ein paar Geheimnisse. So, also wie gesagt, solche Dinge sind dann ganz einfach möglich und ich kann das alles drehen und wenden, wie ich will und auch mal von unten betrachten. Ich kann Flächen einzeichnen noch. Ich kann hier eine Zwischendecke einziehen oder nur hier eine Zwischendecke, weil hier meinetwegen ein Treppenhaus hinkommt. Ich kann Treppen malen und so weiter und so fort. Also alles machbar. Nebenbei, wie geht eine Treppe? Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Wir nehmen einfach hier wieder eine. Wir fangen hier bei der Kante an. Nehmen mal die höchste Stufe. Und nehmen mal, na, noch eine Stufe. So, und jetzt ziehen wir die ganz einfach raus und schon haben wir eine Treppe. Wieder klicken, hält fest. Wieder klicken, hält fest und so weiter. Ne? Also machbar ist alles. Na denn, ich hoffe, dass ich euch für diese langen Winterabende eben mal einen schönen Tipp gegeben habe, was man alles noch machen kann. Und ja, verbleibe mit freundlichen Grüßen. Na dann, ich wünsche euch was Schönes.